Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hole euch mal ein Stück rum. So. Und zwar habe ich im Odin mal shoppen schon gezeigt, ich habe dieses Headset gekauft. Sieht man's? Für 16 Euro noch was. Das ist das Sardes. Also nicht Hades, Sardes, also mit S. SA-708GT. Steht das noch irgendwo hier drauf mit richtigen Buchstaben? Nee. Hier steht leider nicht drauf. Und das soll halt mit verschiedenen Komponenten klarkommen, mit daherkommen, die man für bestimmte Konsolen und Handy und so nehmen kann. Das wird mein Geburtstagsgeschenk für die liebe Brina. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ich konnte nicht so schnell bestellen, weil mein Geld noch nicht da war. Und jetzt habe ich das für die Brina mal gekauft. Wir packen das jetzt einfach mal aus. Das war's schon. Das wird ein kurzes Unboxing. So, wir haben hier dann noch so einen Beutel drin, wegen Feuchtigkeit. Eine Anleitung haben wir mit drin. Also, in der Anleitung steht, wie man es am TV anschließt. Nee, PC. Monitor oder PC allgemein. Xbox 360. PS4. Da wird es ein Controller angeschlossen. iPhone. Tablet-PC. Also das ist alles abgebildet, wie man es anschließt. So, dann haben wir hier. Ja, hier steht das dann auch, Sardes. Oh, ich traue mich ja nicht, aber auf den Bildern hieß es, dass man das so biegen kann, ohne dass es kaputt geht. Ich traue mich gar nicht. Nicht, dass ich das umsonst ausgegeben habe, das Geld. Hier kann man so ein bisschen. Sieht man das? Dass das so ein bisschen variabel ist. Hier geht es auch so ein bisschen. Hier ist das Headset dran. Oh, das geht aber weit runter. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber das kann man. Leider kann man das Headset nicht biegen. Aber das verschwindet dann hier auch komplett drin. Ja. Sind auch schöne Polstert. Innen drin ist auch schwarz-blau. Oben Plaste, unten ist es gepolstert mit vier so Röhren. Ja. Sieht man das hier so? Vier Röhren, aber die Polsterung ist jetzt nicht so dick. Aber das ist halt ein preisgünstiges Headset, was will man erwarten. Aber ihr habt ja gesagt, teste mal die. Ich teste jetzt nicht, Brina testet. Und Brina kann euch dann auf Laufenden halten, wie es ist. So, haben wir hier einmal den Kabel, der vom Headset direkt kommt. Ja, das ist ein, ja, mit Mikrofon alle drum und dran. Den könnte man jetzt so schon direkt in die PS4 zocken, in den PS4-Controller stecken. Ohne Y-Kabel. Und hier oben hat man dann einen Knopf zum Stellen und ein Drehrad. Also das Drehrad für laut leise. Und hier der Knopf zum Stellen ist für Mute. So, dann haben wir mit bei einen Y-Kabel. Also, so, der ist auch gekennzeichnet mit grün und rot. Sieht man das? Ja. Der ist für den PC. Der kommt in den PC rein, in rotes Kopfhörer und grünes Mikrofon. Und dann könnt ihr da das Headset dran stecken und dann habt ihr das am PC, für PC-Sound. So, und für Tablet und Handy einfach drin stecken. Und für die Xbox 360 haben wir dann noch so einen Adapter mit bei. Ja, könnt ihr da reinstecken und dann habt ihr dann hier den Adapter, seht ihr den? Ja, und da steckt er den Headset drin. So. Dann packen wir das alles mal wieder ein.
Oder mache ich nachher gleich. Packe ich nachher gleich ein. So, vielleicht benutze ich das auch mal nachher noch im Chat oder so, um zu testen. Aber besser ist, wenn ich es dann mit Brina teste und mit Brina im Chat bin und mir das dann anhören kann und Brina mir sagt, ob sie damit zufrieden ist oder nicht. Ja, also es muss nicht immer ein teures Headset sein, wie gesagt, hier 16 Euro. Und die Bewertungen sahen alle sehr, sehr gut aus für dem Headset. Und da habe ich gedacht, naja, ein Versuch ist es wert. So, dann bin ich jetzt auch weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, seid euer Odin.